Meine Töchter wünschen sich eine Murmelbahn. Und was wäre ich für ein Vater, wenn ich den Wünschen meiner Töchter nicht nachkommen würde? Also, was habe ich gemacht? Ich habe mal geschaut, wie sowas überhaupt ausschaut. Aha, das soll also eine Kugelbahn sein. Ganz ehrlich, sieht langweilig aus. Sage ich euch ganz ehrlich, da fehlt Action. Irgendwie fehlt da Action. Ich stelle jetzt mal eine ganz gewagte Behauptung auf. Und zwar, das hier geht besser. Willkommen bei Let's Bastel. Wie immer habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, in einer Papierform, weil ist klar, so ein Murmelding mit Mechanik, das machst du jetzt nicht aus dem Kopf raus. Auch mal so ein, zwei Sätze zur Materialwahl, weil das ja in den Kommentaren auch öfter so ein Thema ist. Was nimmt man für ein Material? Also ich versuche es mal ein bisschen breiter zu beantworten. Das liegt natürlich ganz klar an euch. Der eine hat einen Hobel, der kann sich's aus Massivholz machen. Der andere hat keinen Hobel, der nimmt wie ich jetzt, ich bin einfach zu faul, ja, der nimmt einfach eine Leimholzplatte aus dem Baumarkt, man kann Multiplex nehmen, also was man für ein Material schlussendlich nimmt, ist auf jeden Fall auch eine persönliche Entscheidung und eine Entscheidung, was habe ich für Werkzeuge zu Hause. Hier gibt es kein richtig und kein falsch. So, wie gesagt, ich bin faul, ja, ich nehme die gute Leimholzplatte aus dem Baumarkt, die erscheint mir für das Projekt auf jeden Fall ausreichend. Als erstes machen wir jetzt mal diese Kreisscheiben, auf der dann diese, ich nenne es mal Kolben laufen. Dazu müssen wir uns jetzt hier erst einmal ein Stück runterschneiden. Zick, und schon wieder war der Winkel verstellt. Wenn du das nicht überprüfst jedes Mal, bist du echt der Fisch. Bin schon wieder super gespannt, ob das alles klappt, was man da plant hat. Weil es ist natürlich die eine Sache, das digital auf einem Rechner als Modell zu haben, uns dann in der echten Welt zu machen. Weil mir ist teilweise schon aufgefallen, selber auch, du planst was an einem Rechner, in einem CAD-Programm und denkst dir so, ja, passt schon. Und dann stehst du in der echten Welt und stellst fest, ja, Moment mal, ein Loch auf so einer Länge, wo vorne an der exakten Stelle reingeht und hinten an der gleichen Stelle rausgeht, das kann ich eigentlich in der echten Welt vergessen. Das heißt, du musst umdenken. Und das ist immer spannend, wenn man so an dem Rechner überlegt, denkt, man hat alles mitbedacht und dann in der echten Welt vielleicht sieht, hey, das klappt ja. Das ist immer ganz ein tolles Gefühl. Also, fangen wir mal an. Als erstes stellen wir uns da mal 20 mm ein. Und dann stellen wir uns einmal 30 mm ein. So, wir machen zwar Kreisscheiben, aber wir brauchen zwei Punkte an dem Kreis. Wieso, weshalb, warum, das sehen wir jetzt gleich. Das muss nämlich nachher exzentrisch laufen. Wird es nicht jedem was sagen, seht ihr, aber ist gar nicht so schwer. Ja, ganz ehrlich, mein Kumpel hat auch so eine Kugelbahn. Das sind einfach nur so Bahnen. Ja, das ist halt super langweilig für die Kinder. Die legen die Kugel da drauf, tak, 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 tak. Das machen die halt fünfmal, dann gähnen sie vor Langeweile. Deswegen, da muss Action her. Ja, ich war auch kein Kind, wo vor der Wand gehockt ist und der Farbe beim Trocknen zugeschaut hat. Ich war eher der, die Farbe vorher auftragen hat, weil das ein bisschen spannender war. Das ist jetzt zum Beispiel ein klassisches Beispiel. Am Rechner habe ich geplant gehabt, dass ich da 10 mm Bohrungen mache und dann werden wir eine Kreisscheibe schneiden, also mit dem Kreisschneider, und der hatte 8 mm. Also am Rechner sah das alles toll aus. Bin mal gespannt, ob das sich in der echten Welt auch gleich so einfach machen wird wie im CAD-Programm. Ich zweifle es jetzt mal an. Dann schauen wir mal an, wie knapp das ist. Da soll jetzt noch 8 mm Bohrung hin, ohne dass es die Bohrung berührt. Schauen wir mal. Fertigen werde ich diese Kreisscheiben jetzt mit dem Kreisschneider. Ich sage euch auch ganz ehrlich, eine andere Möglichkeit fällt mir gar nicht ein. Doch, Lochsäge. Aber die Möglichkeit, ja, die gibt's, kann man nehmen. Ich schließe jetzt aber trotzdem mal aus. Nichtsdestotrotz ist der Kreisschneider hier natürlich die erste Wahl. Für die, die den Kreisschneider nicht kennen, werdet ihr jetzt gleich sehen, warum das einfach so gut ist. So, schauen wir mal, ob jetzt meine Rechnersachen genauso hinhauen wie in der echten Welt. Das ist nämlich nicht immer der Fall. Ja, aber sehr knapp, sehr knapp. Trick, umdrehen, hat man zweimal Eintrittsloch, schaut sauberer aus. Und jetzt wisst ihr, warum Kreisschneider die erste Wahl ist, weil
sowas zu fertigen, bis auf Lochsäge, sag ich euch ganz ehrlich, mit dem Fräszirkel, das brauchst du gar nicht anfangen. Also ihr könnt mir gerne mal, falls ihr wisst, wie man außer mit der Lochsäge sowas noch schnell, einfach, wiederholgenau und überhaupt genau macht, dann dürft es mir in die Kommentare schreiben. Ja, ich lerne da auch gern dazu. Hier haben wir jetzt unsere Kreise, aber wie ihr seht, die sind ungeschliffen. Die könnte man auf jeden Fall von der Oberfläche noch ein bisschen bearbeiten, dass die ein bisschen glatter hier sind, dass auch der Grat hier weg ist. Ihr könnt es natürlich bei Drehbank nehmen, aber ich nehme nicht an, dass so viele von euch zu Hause eine Drehbank haben. Deswegen suchen wir jetzt nach einer Methode, die die meisten von euch zu Hause auch nachmachen können, dass wir diese Dinge hier ganz einfach und schnell ein bisschen schleifen, dass der Grat und dass die Fläche eben ein bisschen schön ist. Wie machen wir das? Als erstes suche ich mal nach einer passenden Schraube. So, die muss halt bloß in der Mitte hier durchpassen. Die ist gut, wir haben noch Gewinde über. Hinten mache ich noch eine Mutter drauf, dass ich das quasi auf der Schraube festklemme. Gern darf man es auch ein bisschen festziehen. Und dann spanne ich es hier in meine Bohrmaschine ein. Na, ich sehe schon, das geht nicht so ganz. Kommt nicht zu weit rein. Egal, dann nehmen wir einfach ein Stück Gewindestange, hat auch jeder rumliegen. Gibt es auch für 1 Euro im Laden zu kaufen. So, gleiches Spiel wieder, festziehen. Jetzt stellt sich natürlich der eine oder andere die Frage, ja Truppe, warum machst du mit der Drehbank? Das ist ja viel einfacher für dich. Das stimmt, für mich ist es einfacher. Aber Sinn und Zweck des Kanals ist es ja euch mit, das ist jetzt natürlich diskutabel, einfachen Mitteln zu zeigen, wie ihr es daheim auch nachmachen könnt. Wenn ich die Kamera auswähre, würde ich es auch völlig anders machen. Aber wie gesagt, es geht mehr darum, dass wir alle was lernen und auch alternative Methoden kennenlernen als eine Drehbank. So, jetzt müsste ich es auch ganz einfach einspannen lassen, weil ich eben viel mehr habe, was hier in das Futter rein kann. Wir schauen mal. Ja, so funktioniert es. Als nächstes nehmt euch einen Schleifklotz und los geht's. So, schon viel glatter als vorher. Und so würde ich, wenn ich keine Drehbank hätte und keine andere Möglichkeit, mir meine Kreise so schleifen. Als nächstes habe ich hier meine Welle, auf die ziehen wir die Räder auf oder die Kreise auf. Oh, das geht ja toll. Nicht. Ja, ist leider ein Tick zu groß. Ich habe 10 gebohrt. Also die Bohrung hier ist 10 und das sollte auch 10 sein, aber ihr seht, das geht jetzt hier sehr schwer bis nicht wirklich rein. Scheiß drauf, nehmen wir einfach Schleifpapier und ziehen es ein bisschen ab. Den Stab lenken jetzt mal grob ab. Bloß gerade geschaut, ob unser Stück gerad ist. Weil ich kann es natürlich nicht ein Stück brauchen, was wie hier, das eine komplette Banane ist. Also ich brauche schon ein Stück, was ziemlich gerad ist. Das passt. Ich bin ja so gespannt, ob bis am Schluss geht. Hey, weißt du, wenn du da drehst, wie gesagt, im CAD-Programm hat das wunderbar passt. Bin gespannt, ob es in der echten Welt auch nachher passt. So, jetzt müssen wir auf dieser Welle hier noch ein paar Anrisse machen. Legen wir das einfach hier hin. 17, 52. Weil unsere Nocken jetzt natürlich an einer ganz speziellen Stelle sitzen müssen. Bleib jetzt bloß da, sonst kriegst du Kopfnuss. Ich nehme jetzt diese Nocken, wie gesagt, ich nenne es einfach Nocken und schiebe es auf die Stange. Ich muss es jetzt fest mit der Stange verbinden. Man könnte es jetzt leimen. Es wird sich nur leider ein einziges Problem beim normalen Verleimen ergeben. Also denke ich mir, wenn ich jetzt hier Leim auftrage und das rüberschiebe, dann schiebe ich den Leim ja mit der Kante von dem Nocken komplett vor. Das heißt, innen drin verbleibt fast nichts. Das heißt, ich kann mir jetzt eigentlich sparen, hier irgendwo Leim aufzutragen, den Nocken drüber zu schieben, in der Hoffnung, es bleibt genug Leim, dass der Nocken dann auch fest verbunden ist mit dieser Welle. Jetzt schiebe erst einmal alle Nocken drauf, richte sie aus. Dann machen wir uns mal Gedanken, wie wir das bewerkstelligen können. Vielleicht sogar ohne Leim und eine festere Verbindung, weil die brauchen wir. Sonst wird am Schluss nämlich gar nichts funktionieren. So, um diese Räder mit der Welle fest zu verbinden, nehme ich einfach die kleinsten Pipi-Nägel, die ich hier habe, und schlage pro Rad einfach einen Nagel rein. Dann dreht sich da auch nichts mehr. Gucken, dass er unterhalb ist.
Und dann bewegt sich das hier nie wieder und wir haben keinen Leim nehmen müssen. Das mache ich übrigens sehr oft auf die Variante, auch bei dem Holzlaster, den ihr vielleicht gesehen habt, wenn diese Räder auf der Achse, sobald ein Kind, nehmen wir an, das ist einfach ein Rad bei einem Spielzeug und das Kind spielt, es lösen sich einfach diese Klebeverbindungen, weil die nicht wirklich viel halten. Einmal Nagel durch, geht nie wieder auf. Dann brauche ich noch ein paar Brettle, die schneide ich mir jetzt zu. So, das sind jetzt unsere Teile, die wir jetzt gleich verbinden werden. Die könnten natürlich so bleiben, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich habe noch nicht so viel Skills und ich bin ein Anfänger, kann man das natürlich so lassen. Bin jetzt schon etwas fortgeschrittener, deswegen möchte ich hier Rundungen an was eigentlich? Das werden wir jetzt gleich sehen, dass es einfach optisch auch ein bisschen schöner ausschaut. So, mit meinem Speedmarker reiße ich mir jetzt die erforderlichen Anrisse an. Kann man hier jetzt eben diese Rundung an der Kante anzeichnen, die wir jetzt gleich irgendwie ausarbeiten werden. Und um irgendwie ein bisschen zu konkretisieren, glaube ich, wir sägen es mit der Bandsäge vor und schleifen es dann. Das ist eine gute Idee. Okay, schaut schon langsam gut aus. Jetzt müssen wir diese Mittelteile hier fertigen. Da gibt es so eine kleine Herausforderung. So, wir haben hier zwei Teile. Das muss ausgearbeitet werden. Das ist gar kein Problem, werdet ihr gleich sehen. Aber wir müssen hier einen sehr spitzen Winkel ansägen oder anarbeiten. Das heißt, das hier muss weg. Jetzt könnte man, und das habe ich auch schon gemacht, das Ganze irgendwie hier unten so anstehen lassen. Aber ihr seht schon, das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Im schlimmsten Fall verrutscht es dann noch beim Sägen und dann ist der Schnitt nicht wirklich gut. Es gibt eine viel einfachere Methode. Und zwar ist das so ein, keine Ahnung, dürft ihr in die Kommentare schreiben, wie das Ding heißt. Das ist so ein Schlitten, den habe ich mir mal gebaut. Und der ist genau für solche Aufgaben wirklich perfekt geeignet. Wieso, weshalb, warum, zeige ich euch. Denn in so einer Heimwerkerkarriere kommt es immer mal wieder vor, dass ich Teile mit einem spitzen Winkel versehen muss. Oft ist es auch so, dass ich, wie jetzt auch, mehrere Teile mit dem gleichen Winkel brauche. Sprich, ich muss diesen Schnitt jetzt auch wiederholgenau ausführen. Und das mit dem Schiebeschlitten rein und so. A, ist es nicht so ganz sicher. B, Wiederholgenauigkeit kannst du halt abhaken. So, wie stelle ich mir jetzt diesen Schlitten ein? Wie man sieht, ich habe hier so eine Leiste, die kann ich frei kippen. Und diese Kante hier ist meine Sägekante. Das heißt, ich hole meinen Paralleleinschlag so nah her, dass dieses Ding wirklich zwischen Sägeblatt und Paralleleinschlag fast schon eingeklemmt ist, aber frei läuft. Das bedeutet, dass diese Kante meine Sägekante ist. Jetzt lege ich nur mein Holz hier drauf und richte quasi meinen Anschlag hier aus. Das heißt, ich schaue jetzt quasi, dass diese Linie, die ich ansägen muss, mit meiner vorderen Linie fluchtet. Und so richte ich auch diesen Anschlag dann aus. Hier habe ich einen Anschlag. Das heißt, ich kriege auch wiederholgenaue Ergebnisse hin. Das heißt, ich kann euch da ermutigen, euch auch so ein, keine Ahnung, wie nennt man es, Schlitten. Ich weiß nicht mal, wie die Vorrichtung heißt, wenn ich ehrlich bin. Müsst ihr mal googeln. Ich habe da kein Video dazu gemacht, weil das hätte mich, glaube ich, 2 Minuten gedauert. Ich habe es früher mal so gemacht, Holzplatte. Und dann habe ich diesen Anschlag draufgeschraubt. Blöd ist halt, wenn du es noch einen Millimeter nachbrauchst. Dann musst du die Anschläge wieder rausschrauben, versetzen, rein. Hier, das ist viel bequemer mit dem schnellen Verstellen. T-Nuten rein, wie gesagt, gibt es 1000 Videos auf YouTube. Könnt ihr mal gucken. Kann ich euch sehr empfehlen, je nachdem, was man eben baut. So, als nächstes kümmern wir uns um diesen Ausschnitt hier, dass wir das hier rausgefertigt bekommen. Wie geht das? Mein Sägeblatt stelle ich mir quasi auf die Höhe ein, wie hoch mein Schnitt sein soll. Das ist irgendwo hier. Hier geht es jetzt gerade nicht um einen Millimeter. Das passt.
Und schon haben wir schnell, sicher und einfach unsere Teile gefertigt, die am Anfang ein bisschen schwierig ausgeschaut haben, aber wenn man mal weiß, wie man es macht, Stichwort weiß, geistiger Werkzeugkasten. Deswegen ist es auch eben so wichtig, dass man verschiedene Methoden in seinem Ärmel hat, die man rausziehen kann, je nachdem, wie man sie braucht. Gut, als nächstes müssen wir diese Teile hier verbinden. Kann man jetzt natürlich machen, wie man möchte. Man kann jetzt Dübel einsetzen, man kann Lamellos einsetzen. Gut, Lamellos ist vielleicht ein bisschen zu wenig Fläche. Ich werde es ganz einfach schrauben, weil so ein Kind schmeißt das Ding auch mal auf den Boden. Schrauben, einfachste Variante. Weil ich habe auch gedacht, mach's mit Lamellos oder mach's mit Dominos. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich bin da mittlerweile ein bisschen schmerzfreier geworden. Denn natürlich kann ich das jetzt mit Lamellos machen, aber ich hänge halt einfach die doppelte, dreifache Zeit dran, als wenn ich schraube. Und ganz ehrlich, ob ich da jetzt zwei so silberne Schrauben drin habe, setzt jetzt mein Handwerk in runter, sage ich euch ganz ehrlich. Ja? Wenn es jetzt, ich vergleiche es halt immer so, wenn es ein Möbelstück ist, ist ein klassisches Beispiel, Möbelstück im Sichtbereich und ich will das nicht sehen, dann mache ich mir die Mühe. Aber bei einem Kinderspielzeug kann natürlich jeder machen, wie er will. Aber mir ist jetzt einfach meine Arbeitszeit hier nicht wert, dass ich hier einfach 20 Minuten brauche, um diese Dominos zu setzen. Ja, Truppe, da warst du eifrig. Hast direkt mal ein Loch zu viel bohrt. Ach, scheiß drauf. Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich das ganze Teil nochmal neu gemacht. Ich werde auch älter, ich werde schmerzfreier. Denkst du, das juckt mein Kind, ob da ein Loch mehr drin ist? Wie ist it, ja? Ich habe einen Bekannten, ich sag's euch, der macht gefühlt, wenn sein Haus das Rohr schief ist, das Wasserrohr, dann reißt er das Haus ab und baut's neu. Übertrieben gesagt. Grüße geht raus an dich, Michael, ja? Das habe ich echt abgeschafft, ich war früher auch so jemand, aber ich habe gemerkt, es lebt sich viel leichter, wenn man bei manchen Dingen einfach schmerzfrei ist. Wenn es ein Möbel ist, wo ich es schön zupfuschen, aber bei dem, ganz ehrlich, geschissen drauf. Zeigen wir uns die Löcherpositionen an, das ist hier. Jetzt müssen wir hier stirnseitig grad reinbohren. Das wird jetzt natürlich... Okay, es ist unten. Das wird jetzt natürlich mit so einer Ständerbohrmaschine knapp. Ja? Ihr könnt jetzt natürlich das wegdrehen und so weiter. Aber was machen wir, wenn das Teil länger ist? Und genau für solche Bohrungen, eine Bohrung in eine Stirnseite, habe ich eben letztens diese Horizontalbohrvorrichtung gebaut. Denn wie oft kommt es als Heimwerker vor, dass man in eine Stirnseite in einem gewissen Winkel in sein Material reinbohren muss? Also so wie ich arbeite, kommt es sehr regelmäßig vor. Und dass ich das Problem an der Ständerbohrmaschine nicht mehr habe, habe ich mir das Schätzle gebaut. Als erstes richte ich die Mitte meines Anrisses vorne mit dem Teil bündig. Dann spanne ich es fest auf der Oberfläche. Hätte ich jetzt lauter gleiche Teile, würde ich mir natürlich einen Anschlag hinspannen, dass ich die restlichen Teile gemütlich haben kann. Dann stelle ich mir hier die Höhe ein. Und wenn ich mir die Höhe eingestellt habe, dann kann ich hier fröhlich reinbohren. Großer Vorteil, ich kann jegliche Winkel bohren, jegliche Längen, jegliche Balken. Das ist auf jeden Fall eine sehr große Hilfe. Gibt es übrigens eine Bauanleitung, habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Für alle, die das interessant finden und auch nachbauen wollen, ist mit ganz wenig Material gemacht. So, ruckzuck habe ich mir mein zweites eingestellt, dann kann ich gleich weiter bohren. Dann haben wir die Teile fertig. Als nächstes brauchen wir die Stößel oder die Kolben, die auf dieser Kurbelwelle, nenne ich sie jetzt mal, laufen. Und die bauen wir uns jetzt.
Wir haben jetzt unsere Kolben, die jetzt dann nachher hoch und runter fahren werden und diese Kugel eben den Berg hoch befördern sollen. Soweit fällt mir jetzt nichts mehr ein, was jetzt fehlt. Dann hätte ich ja mal gesagt, kümmern wir uns noch um die Teile, fräsen wir hier noch eine schöne Rundung an, dass die Bodenplatte hier fräsen wir auch noch eine Rundung an. Dann setzen wir es zusammen und dann werden wir es feintunen. Oh, das schaut doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Was mir jetzt aber auffällt, eine Kurbel brauche ich noch. Ich muss ja da dann drehen, wieder mit dem Finger drehen. Müssen wir kurz eine Kurbel bauen. Was haben wir da? Lass das nehmen. So, wie machen wir jetzt die Kurbel? Also logischerweise kann ich jetzt da drüber hinausgehen. Wobei doch, ihr könnt außen, aber das machen wir jetzt nicht. Also innen, hätte ich mal gesagt, schneiden wir jetzt erst einmal die Länge ab und dann schauen wir mal weiter. Meine dreieinhalbjährige Tochter, Charlotte, ja, die freut sich schon voll drauf. Aber wie gesagt, der Papa baut gerade eine Murmelbahn. Jetzt kommt sie mir jeden Tag, ja, hat immer so eine Bewegung, ist so süß, so, Papa, sag ich, was ist los? Murmelbahn, sag ich, ja, ja, warte ab, die kommt die Woche. Die ist mehr hyped auf diese Murmelbahn als ich. Da bauen wir jetzt ein Loch und dann müssen wir da auch noch ein Loch und dann haben wir da irgendwie, müssen wir es ein bisschen abrunden, ein bisschen in Form bringen. Dann hätten wir da eine Kurbel, hätte ich mal gesagt. So, jetzt müssen wir die Mitte von dem Hölzchen da suchen. Das mache ich meistens so. Ich messe erstmal, was ich habe. Hier habe ich hier 21, also machen wir mal einen Ticken über 10. So. Und dann zeichne ich mir ganz leicht eine Linie. Warum ich es leicht mache, zeige ich euch gleich. Und dann schlage ich es um. Und dann sehe ich, ob die Linie fluchtet. Tut sie in dem Fall. Wenn sie das nicht würde, würde ich hier nochmal was verstellen. So, jetzt zeige ich mir leicht eine Linie an. Warum leicht? Ein Bleistift drückt euch in das Holz eine Vertiefung rein. Das heißt, wenn ihr dann nachher die Linie wegschleifen wollt, je mehr ihr aufdrückt, desto mehr müsst ihr wegschleifen. Das heißt, malt auf Holz ganz leicht nur rum mit einem Bleistift, dann kriegt das auch wirklich wieder easy weggeschliffen. Ich habe nämlich schon Bleistiftmarkierungen auf Werkstücken gehabt, die habe ich fast nicht mehr rausbekommen, weil ich so viel habe wegschleifen müssen, dass diese Bleistiftmarkierung, die schön, kennt man ja, schön markieren mit dem, hier mit dem Druckbleistift, der natürlich schön tief, und die kriegst du nicht weg, die Markierung. Ich habe teilweise Werkstücke gehabt, da gingen die gar nicht mehr raus. Dann hatte ich im Sichtbereich, sieht man jetzt natürlich nicht, wenn man es nicht weiß, kennt ihr, an den Werkstücken, die ihr baut, sind Fehler dran, die sieht kein anderer. Aber wir selber, wir sehen die und die fallen uns auf. Und genau das ärgert mich immer. Und das kann man eben vermeiden, indem man wirklich leicht aufdrückt.
verweiche das jetzt da drauf. Oh, das ist schön. Ah, das ist gut. Das geht schon sehr schwer drauf. So. Und jetzt dann hier so ein Stäble rein und dann können wir da drehen. Das schaut doch, jetzt rumpen wir die Kanten noch ein bisschen ab, dass das so optisch noch ein bisschen fein aussieht. Und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Einen passenden Radius finden. Was haben wir da? Das schaut doch gut aus, oder? Ticken zu groß, aber das wurscht. So, auf die andere Seite, die ja dann fix ist zum Drehen, da leihen wir dann auch noch ein Stückle ein, dass wir was zum Drehen haben. Oh, das schaut gut aus, das geht. Jetzt ist natürlich doch von Vorteil, wenn es ein bisschen strammer reingeht. Wisst ihr, was ich mir gerade gedacht habe? Ich habe mir gerade gedacht, wer eine Tischkreissäge hat und keinen Schiebeschlitten, der verschenkt so viel Potenzial mit seiner Tischkreissäge. Also an alle Anfänger oder Neulinge. Das hier kann ich euch versprechen, nach 9 Jahren Erfahrung, ist das wertvollste Zubehör, was ihr für eure Tischkreissäge bauen könnt. Ihr habt da mal ein sehr gutes Video dazu. Natürlich sehr gut. Ist ja klar. Ihr habt es euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wirklich. Ich kann es euch... Ihr dürft mir einen Kommentar schreiben. Wahrscheinlich haben die 99% von der Leute, die eine Tischkreissäge haben, haben einen Schiebeschlitten. Habe ich recht oder habe ich unrecht? Ist ein Schiebeschlitten wirklich das sinnvollste Zubehör für eine Tischkreissäge? Ja oder nein? Dürfte man für die Neulinge unten in die Kommentare reinschreiben. Das ist natürlich jetzt die gleiche Frage wieder wie vorher, gell? Wie befestigen wir den Zapfen in dem Loch? Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, Leim draufbringen, aber haben wir das gleiche Thema wieder. Die Kante zieht den Leim einfach von dem Zapfen ab. Also machen wir es wie vorher. Wir schlagen einfach einen Nagel rein. Ich habe gerade eine bessere Idee gehabt, wenn wir einen Nagel reinschlagen. Das Ding ist ja zerlegbar durch die Schrauben. Und falls man was kaputt sein sollte, kann man es natürlich reparieren, wenn man es zerlegen kann. Wenn wir jetzt den Nagel quer durchschlagen, kann man es nicht mehr zerlegen, weil man die Kurbel nicht runterkriegt. Also müssen wir es anders machen. So, hier habe ich schon eine Senkung vorbereitet. Und da wollen wir jetzt ganz einfach eine Schraube einschrauben. So, das geht auf jeden Fall auch nochmal raus. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir es auf der Seite machen. Ich habe jetzt hier auch ein Senklochboard. Das werden wir nachher, nachdem wir es geölt haben, draufschieben. Schraube durch, weil die Schraube können wir wieder rausschrauben, den Griff abmachen und können das ganze Ding hier zerlegen. Wie schon mal erwähnt, ich bin ein sehr großer Freund, Dinge zerlegbar zu machen, um sie reparieren zu können. Gerade in einer Zeit, in der nichts zerlegbar ist und man alles neu kaufen und wegschmeißen muss. So, jetzt kommt's Schönste. So. Ah, naja, naja. Schauen wir mal ein bisschen Glück mit dabei bei so einem Brandstempel, wie es wird. Machen wir da auch noch einen hin. Dass auch ja klar ist, von wem das ist. Meine Mädels erkennen das Zeichen schon, die sagen dann immer: Papa, let's basteln! Das schaut doch super aus, oder? Was sagt ihr? Schaut doch super gut aus. Wir ölen. Ich möchte am Schluss, dass das Ding nicht auf dem Boden aufsteht, sondern ich möchte hier noch so kleine Gummipuffer aufkleben. Jetzt wäre es natürlich blöd, wenn wir das Holz ölen und es danach aufkleben. Weil auf dem Öl ist eine Schicht, das Öl, da hält nichts mehr. Also mache ich es ganz schlau. Ich nehme jetzt diese Gummifüße, klebe sie vor dem Ölen drauf. Ja, aber dann ist... Naja gut, aber andere Möglichkeit habe ich keins. Ich klebe es jetzt vorm Ölen drauf und danach öle ich, weil dann hält auch dieser Kleber auf dem Holz. Ich habe bloß deswegen gerade innegehalten, weil das Holz wird ja ein bisschen dunkler werden. Wenn ich jetzt das hier aufklebe, wird das unter dem, wo der Aufkleber jetzt ist, da kommt ja kein Öl hin, wird es ein bisschen heller sein. Aber das ist die Unterseite, das bin ich jetzt bereit zu opfern. Hauptsache, ich habe diese Gummifüßchen jetzt hier dran. So, und da werden wir jetzt einfach drüber ölen. Manchmal muss Dinge halt auch mal ausprobieren, gell? Ich habe das schon ein paar Mal gemacht so. Hat eigentlich immer ganz gut gehalten. So, was nehmt ihr jetzt für Öl? Scheißegal, nehmt, was ihr da habt. Ich nehme jetzt ein Möbelöl, ein Hartöl. Es spielt keine Rolle. So, eine kleine Matratze, ein Stück Matratze. Da kommt eine ganze hauchfeine Schicht. Also ich werde das jetzt mit Mords draufklatschen. Da kommt jetzt wirklich ein Hauch drauf.
dann ist das auch schon gut. Wenn ihr das nächste Mal wieder eine alte Matratze habt, könnt ihr euch auch so mit der Bandsäge, habe ich mir so kleine Dinger zugeschnitten. Und zum Ölen ist das wirklich gut. So, hier haben wir sie jetzt, die Unterseite. Naja, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Sieht ganz passabel aus. Aber jetzt haben wir halt eben, wie gesagt, den Vorteil, dass diese Gummifüße auch wirklich halten. Bauen wir es zusammen und schauen, ob es geht. So, sehr schön. So, jetzt kommen diese Nocken hier ganz einfach nur hier lose rein. Und hier unten kommen jetzt Dübel rein, damit die nicht, wenn man es umkippt, rausfallen. Murmel an Mina. Lass mal gucken, ob das funktioniert. Wie ihr seht, kann man das auch mit mehreren Murmeln machen. Dann geht da auch mehr. Läuft im wörtlichsten Sinne. Wer das Ding übrigens nachbauen will, ich habe euch die Bauanleitung unten in der Videobeschreibung verlinkt. Geil, da wird sich meine Tochter auf jeden Fall freuen. Danke fürs Zuschauen und jetzt ab in die Werkstatt und selber was machen.